Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Der illegalen Einwanderung ein Ende setzen, irreguläre Migration mit Asylzentren außerhalb der EU nachhaltig unter Kontrolle bringen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Unionsfraktion, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Hallo. Herr Mayer, sorgen Sie mal für Ordnung in Ihrer Fraktion. Gut. Ich helfe Ihnen gleich gern dabei. Frau Dammerow, Frau Kollegin Dammerow. Gut. So, ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Norbert Kleinwächter, AfD-Fraktion, das Wort. Werter Herr Präsident, Iller Kirchberg, Ibbenbüren, Bruckstedt. Das sind die jüngsten Orte der Messermorde. Und, liebe Kollegen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich kann es nicht mit ansehen, wenn fast wöchentlich jemand, der erkennbar hier nichts verloren hat, unsere Frauen und Jugend bestialisch ermordet. Und da brauchen wir keinen Service-Tweet von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass ihre Gedanken bei den Opfern seien, sondern wir brauchen die Gedanken der Bundesregierung dabei, wie man das in Zukunft verhindern kann. Und ich sage, das ist erstens Abschieben und zweitens das desolate Asylsystem völlig umstellen. Liebe Kollegen, das Asylsystem ist doch desolat. 1 Million Menschen kamen in die Europäische Union allein letztes Jahr, 250.000 nach Deutschland. Und wenn Sie sich wundern, warum die Zahl so niedrig ist, die Ukrainer zählen ja da nicht mit. Die echten Flüchtlinge kriegen keine Bezeichnung. Die illegalen Migranten heißen jetzt Geflüchtete. Naja, und diese Geflüchteten kommen meistens aus, wen wundert es, Syrien und Afghanistan. Sie haben vor allem drei Eigenschaften gemein. Erstens ihren Kulturkreis, zweitens, dass sie illegal eine Grenze durchbrochen haben, und zwar entweder gewaltsam die Landgrenze überwunden oder durch teures Schleppergeld sich haben übers Mittelmeer schleppen lassen. Tja, und die dritte Eigenschaft ist, dass sie meistens gar keine Flüchtlinge sind. Nur ungefähr die Hälfte bekommt hier subsidiären Schutz oder eben Asylanerkennung, und die andere Hälfte, die wird nicht abgeschoben. Der Hauptgewinn besteht darin, die Grenze überwunden zu haben. Und genau darin liegt der Fehler. Dann werden diese Menschen integriert und sie bekommen Bürgergeld. Und jeder einzelne von denen, die es geschafft haben, werden zu einem Magneten für die weiteren Geflüchteten, die eigentlich gar keine Flüchtlinge sind. Und das ist falsch. Und es hat einen hohen Blutzoll. Allein letztes Jahr sind 2000 Menschen ungefähr im Mittelmeer verstorben, als sie versucht haben, ins Traumland Deutschland oder nach Europa zu kommen. Insgesamt sind es 25.000. Das ist etwas, was wir nicht stehen lassen können. Diejenigen, die sich's leisten können, kommen nach Europa, während die echten Flüchtlinge in Camps in Libyen und Jordanien sitzen. Und genau deswegen, werte Kollegen von den Grünen, brauchen wir Asylzentren außerhalb der Europäischen Union, die als Anlaufstelle dienen, und zwar, und das ist der Punkt, als exklusive Anlaufstelle. Der illegale Grenzdurchbruch muss bestraft und nicht belohnt werden. Und deswegen ist allein das Asylzentrum dort die Anlaufstelle für die Asylanträge dieser Leute. Und dort wird dann ehrlich geprüft. Dort wird ehrlich geprüft nach den Standards des Ziellandes, das sie haben. Wie ist Ihre Identität? Wer sind Sie eigentlich? Was sind Ihre Fluchtgründe? Was können Sie vorbringen? Haben Sie Anspruch? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Neins, die sehr wahrscheinliche Möglichkeit des Neins. Aber das ist dann wenigstens die Endstation für die vielen Wirtschaftsmigranten, die einfach nur ihr Glück hier suchen wollen. Die kriegen das Nein und wissen, sie werden ihr Ziel nicht erreichen. Und die Menschen, die wirklich die humanitäre Unterstützung brauchen, die haben es nicht verdient, auf Schlepper angewiesen zu sein oder auf einen gewaltsamen Grenzdurchbruch, um Schutz zu erhalten, sondern die haben eine sichere Überfahrt verdient. Verhindern wir das Sterben auf dem Mittelmeer und durch die Messer. Haben Sie vielen Dank. So, nächster Redner ist der Kollege Hakan Demir, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es gehört nicht hierhin, die Opfer von Gewalttaten zu instrumentalisieren, sondern es gehört hierhin, hier im Hohen Hause, dass wir auf jeden Fall unser Mitgefühl zeigen
und in Gedanken bei den Menschen sind, die gerade leiden. Das ist, glaube ich, die grundsätzliche Entscheidung, die wir hier fällen müssen und auch so sprechen müssen. Und das machen wir auch so. Halten wir uns an die Fakten. 103 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Die Hälfte der Menschen bleibt als Binnenvertriebene im eigenen Land. Von der anderen Hälfte werden 69% in Nachbarländern aufgenommen, im Libanon, in der Türkei, in Uganda. Nur gut 5% kamen im letzten Jahr in die EU. Die Proportionen sollte man sich immer wieder vor Augen führen, weil immer wieder gesagt wird, alle kommen hierhin. Das stimmt einfach nicht. Die AfD will Staaten außerhalb der EU mit Zentren noch mehr belasten. Dieser Kurs ist weltfremd und wir lehnen ihn ab. Wir stehen dafür ein, dass auch Europa seinen Anteil leistet. Über 5,5 Millionen Menschen flohen letztes Jahr nach Europa und 5,5 Millionen Menschen zu registrieren, menschenwürdig unterzubringen und ihnen eine neue Heimat zu bieten, ist keine leichte Aufgabe. Das gemeinsame europäische Asylsystem wird diesen Herausforderungen nicht immer gerecht. Ich war letztes Jahr im Dezember in Athen und auf Kurs und ich habe das selber sehen können, die Einrichtung, die auf jeden Fall wie eine Haftanstalt aussieht. Die Menschen, die dort sind, dürfen einige Stunden mal raus, aber die nächste größere Stadt ist aber auch einige Stunden weit weg. Und in dieser Einrichtung gibt es auch sowas wie ein Abschiebegewahrsam. Also Menschen sind innerhalb dieser Einrichtung auch in haftähnlichen Anstalten drin, obwohl man sie nicht rückführen kann, weil der EU-Türkei-Deal so nicht mehr funktioniert. Und das ist halt auf jeden Fall irrsinnig und das zeigt auch schon, dass wir innerhalb Europas mit den Zentren unsere Schwierigkeiten haben. Deshalb ist Ihre Idee von Zentren grundsätzlich schwierig. Wir brauchen stabile Aufnahmebedingungen in allen EU-Ländern. Dafür braucht auch Griechenland unsere Unterstützung. Wir brauchen eine faire europäische Verteilung. Und natürlich müssen wir auch verhindern, dass sich Menschen ohne Aussicht auf Asyl aus Perspektivlosigkeit und Verzweiflung auf einen Weg machen, der nicht der richtige ist. Wir brauchen dafür legale Migrationswege, auch durch Migrationsabkommen mit Staaten, die ihrerseits solidarisch mit Geflüchteten sind, die auch abgelehnte Staatsangehörige zurücknehmen. Und ich will noch mal einen Punkt sagen, weil ich glaube, auch die anderen Kolleginnen werden das tun. Zu behaupten, dass die Geflüchteten, die in dieses Land kommen, gar kein Recht hätten, hier in dieses Land zu kommen, ist absolut falsch. Und eine Zahl nenne ich Ihnen einfach mal. 52% der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, wurden als Geflüchtete anerkannt. Also es ist falsch, wenn Sie hier behaupten, dass alle illegal sind und überhaupt gar keine Rechte haben hier. Es ist einfach falsch und es ist wichtig, dass man das auch hier ganz offen auch hier im Hohen Hause sagt. Und ich glaube, Sie werden ganz nervös, weil wir hier eine progressive Politik voranbringen wollen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit der Staatsbürgerschaft. Wir betreiben eine Politik für alle Menschen hier in diesem Land und dabei ist der Name der Menschen egal. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Demir. Nächster Redner ist der Kollege Detlef Seif, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die AfD fordert, dass die EU Asylzentren einrichtet, und zwar außerhalb der EU. Die EU soll das Ganze finanzieren, aber ausgestattet und betrieben vor Ort sollen diese Einrichtungen letztlich durch die Mitgliedstaaten. An einer Stelle heißt es im Antrag, dass die Asylzentren der umfassenden und abschließenden Überprüfung von Asylanträgen dienen. An anderer Stelle wird ausgeführt, dass die sachlich begründeten Asylanträge in die Mitgliedstaaten überwiesen werden und dort nochmals geprüft werden. Lesen Sie es nach. Widersprüchlich. Die Asylzentren sollen nach der AfD auch als Zwischenaufnahmestellen dienen. Im Klartext große Abschiebezentren.
Abgesehen von den Widersprüchen im Antrag fehlt Ihnen jegliches Verständnis für Staatsaufbau, für Staatsorganisation, für die Zuständigkeiten innerhalb der Europäischen Union, aber vor allen Dingen über die Machbarkeit Ihres Vorschlags. Es müsste nicht nur eine Abänderung der EU-Verträge erfolgen, was Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten voraussetzt. Die EU-Mitgliedstaaten müssten sich auch von der Genfer Flüchtlingskonvention verabschieden, denn Ihr Antrag sieht vor, lesen Sie es, Herr Baumann, haben Sie offensichtlich nicht gemacht, der Asylantrag liegt vor, dass Dokumente über die Identität, aber auch über den Schutzanspruch vorgelegt werden müssen. Also jemand muss belegen durch Dokumente, dass er verfolgt ist. Er hat keine Chance mehr. Wie kaltherzig kann man eigentlich sein? Und jetzt denken Sie mal drüber nach. Über 300.000 Menschen im vergangenen Jahr, die in die Europäische Union gekommen sind. Wissen Sie, wie viele Zentren Sie brauchen, welche Kapazitäten erforderlich sind? Es gibt überhaupt keinen Appetit unter den Drittstaaten, derartige Einrichtungen zu schaffen. Und das, was Sie vorlegen, hat auch gar nichts mit den Asylzentren zu tun, die von anderer Seite vorgeschlagen wurden. Zum Beispiel von dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Er wollte sichere Zentren schaffen, jenseits des Mittelmeers, um die Menschen von der gefährlichen Überfahrt abzuhalten. Aber das setzt voraus partnerschaftlicher Umgang. Und deshalb ist auch die schwedische Ratspräsidentschaft zurzeit auf dem richtigen Weg. Externe Dimension der Migration, das wird jetzt aufgegriffen und da müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Aber Sie gehen völlig in die falsche Richtung. Und abschließend, meine Damen und Herren, in den letzten 13 Jahren meiner Bundestagszugehörigkeit habe ich schon viele Zumutungen gehabt und habe auch viele schlechte Anträge gelesen. Aber Ihr Antrag, den Sie heute vorlesen, ist der schlechteste, den ich je gesehen habe. Der hat einen Verwendungszweck, die Mülltonne. Danke schön, Herr Kollege Seif. Nächster Redner ist der Kollege Julian Parke, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Demokratin, wenn man dieser Debatte folgen muss, dann schaut man heute Abend wieder in einen tiefbraunen Abgrund der Entmenschlichung und der Menschen- und der Geschichtsverachtung. Worüber wir hier sprechen, sind Menschen. Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Auf der Flucht vor Gewalt, Konflikten und Unrecht. Das sind keine Dinge, sondern Menschen mit ihren eigenen Geschichten, mit Ängsten und oft eben auch einer traumatischen Flucht. Reden wir doch mal darüber, woher diese Menschen eigentlich kommen, die fliehen und hier Schutz suchen und ihn oft genug, Gott sei Dank, auch bekommen. Die größte Gruppe, die kommt übrigens aus der Ukraine und aus Syrien. Worüber Sie also nicht reden, dass in beiden Ländern für das Leid genau ein Typ verantwortlich ist, von dem Sie vermutlich auch ein kleines Bildchen in Ihrem Portemonnaie haben. Wenn Putin also Staaten angreift oder Bomben über Syrien abwerfen lässt, dann wollen Sie am liebsten die Tür zuschlagen für diejenigen, die genau vor diesen Bomben fliehen. Scham ist offensichtlich kein Wort, das zu Ihrem Wortschatz gehört. Wir gedenken morgen hier im Deutschen Bundestag den Opfern des Nationalsozialismus. Einige kluge Geister haben nach 1945 die Lehren aus den Jahren des Horrors gezogen, damit eine solche Entmenschlichung nie wieder stattfinden möge. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist eine dieser zentralen Lehren aus der NS-Zeit. Die Konvention ist seitdem Teil des globalen Schutzes für Flüchtende. Und diese Lehre aus der NS-Zeit, die wollen Sie am liebsten gleich mit rückgängig machen. Aber Ihr Antrag wird noch viel wirrer. Die AfD fordert ernsthaft Einrichtungen und Verwaltung von Asylzentren durch europäische Staaten in Afrika und anderswo. Was der AfD anscheinend nicht ganz klar ist, die deutsche Kolonialzeit, von der sie träumen, die ist Gott sei Dank vorbei. Zeit aufzuwachen, wir haben nicht mehr das Jahr 1914. Und diese Idee, die ist ja auch nicht ganz neu, die Sie hier heute in einem spärlich zusammengeklöppelten Antrag vorlegen. Fragen Sie doch mal bei den Staaten nach, in denen Sie eigentlich eine solche Einrichtung schaffen wollen. Ein Staat nach dem anderen hat den europäischen Regierungen eingehustet, wenn es darum ging, solche Zentren zu eröffnen. Denn diese politische Verantwortung auszulagern, führt zu unfassbarem Leid.
Ich habe mich letzten Sommer an Bord des Rettungsschiffes CI-4 mit geretteten Menschen unterhalten, die aus Libyen geflohen sind. Und ein Geretteter erzählte mir, dass er auf dem Mittelmeer abgefangen und danach wochenlang in Libyen in einem Keller eingesperrt war. Ohne Wasser, ohne Essen. Und er hat mir erzählt, wie andere gefoltert wurden, um mit den Bildern eben dieser Folter Geld von den Familien zu Hause zu erpressen. Das ist die brutale Realität, in der Flüchtende ihrer Grundrechte und ihrer Würde beraubt werden. Und das ist die Realität, die sich die AfD mit ihrem Antrag wünscht. Statt dieses Unrechts müssen wir weiter diejenigen schützen, die Menschenleben retten. Und besonders diejenigen, die für ihren Mut vor Gericht landen. Wie Sarah Mardini und Sean Binder in Griechenland und die Crew der Juventa, die in Italien vor Gericht stehen. Denn diese Menschen schützen diese historischen Rechtsgrundlagen wie eben die Genfer Flüchtlingskonvention, die Menschenrechte und am Ende die Würde von Menschen auf der Flucht. Denn unveräußerliche und universelle Grundrechte sind alternativlos. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Falke. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Clara Bünger, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was die AfD hier wieder vorgelegt hat, strotzt mal wieder vor Menschenverachtung und ist voller Falschbehauptung. Sie hetzen gegen angebliche Wirtschaftsmigranten, fabulieren vom sogenannten Pull- oder Sogfaktor und wollen Europa noch mehr abschotten, indem Asylsuchende in Lagern in Drittstaaten festgesetzt werden sollen. Ich weiß nicht, wie häufig wir es hier noch mal sagen müssen. Es gibt immer noch keine Studie, die ihre rechten Hirngespinste vom Pull-Faktor bestätigt. Diese Hirngespinste reichen aber leider auch bis in die CDU. Ja, Herr Seif, Thomas de Maizière warb 2017 am Rande eines informellen EU-Ministertreffens in Malta dafür, Asylsuchende an Orte außerhalb Europas zu bringen und sie dort abzufertigen. Zur Wahrheit gehört auch, solche Lager gibt es bislang nicht, weil das am Widerstand der Drittstaaten liegt, die kein Interesse haben, der EU die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz abzunehmen. Informell haben Staaten wie die Türkei, Marokko oder Libyen aber längst die Rolle des Türstehers übernommen und erledigen für die EU ein absolut unmenschliches Geschäft. Sie prügeln auf Schutzsuchende ein, fangen sie auf dem Mittelmeer ab und sperren sie in Lager. Die libysche Küstenwache macht das aber auch mit Unterstützung der EU. Statt Libyen klare Kante zu zeigen und dafür zu sorgen, dass Menschenrechte an der Außengrenze eingehalten werden müssen, erkennt das Außenministerium das geschaffene System der libyschen Such- und Rettungszone und so auch die Rückführung nach Libyen aus internationalen Gewässern an. All das verstößt gegen internationales und europäisches Flüchtlingsrecht. Deshalb möchte ich mit einem Appell an die Ampelkoalition abschließen. Lösen Sie endlich Ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein und tun Sie endlich etwas gegen das Leid an der Außengrenze. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Thomé, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn man die Rede des Herrn Kleinwächter sich anhört, dann fragt man sich, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Aber ich will an ein paar Punkte rausgreifen, wo ich mir denke, da muss man doch mit Missverständnissen mal aufräumen. Das eine ist, dass der Eindruck erweckt werden soll, man kann auf ein wirklich komplexes, kompliziertes Problem mit einfachen, simplen Antworten sozusagen die Lösung mit einem Fingerschnippen herbeizaubern. Man kann nicht einfach Deutschland oder Europa hermetisch abriegeln oder abschotten. Ich bin auch sehr dafür, dass man Nachbarländer von Kriegsgebieten, die oft die Hauptaufnahmeländer, die Hauptzufluchtsländer von Flüchtlingen sind, unterstützt, dass man dort Aufnahmekapazitäten schafft, menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten für lange Zeit, vor allem für Kinder die Möglichkeit, betreut zu werden, Schulen zu besuchen, Bildung zu erhalten. Aber es muss doch immer auch für die, die hierher nach Europa kommen,
nach Deutschland kommen, die hier Schutz und Hilfe suchen, die Möglichkeit geben, hier Asyl zu beantragen. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, im Jahr 2022 haben 924.000 Menschen in der Europäischen Union Asyl beantragt. Man stellt sich mal vor, man muss für fast 1 Million Menschen Aufnahmezentren, Asylzentren in Nordafrika schaffen. Auf welchen Flächen? Wie soll die Betreuung vonstatten gehen? Wie soll die Versorgung funktionieren? Nein, man muss in der Tat die europäischen Grenzen kontrollieren, aber das heißt nicht, sie schließen. Das heißt nicht, uns abzuschotten, uns einzumauern. Ein Asylantrag muss hier immer auch möglich sein, aber dann ist schon klar, dass Asylverfahren schnell vonstatten gehen müssen, dass schnell eine Entscheidung erfolgen muss und dass dann geklärt sein muss, wer eben abgelehnt wird, der muss auch schnell zurückgeführt werden. Wer aber hier bleibt, der muss auch schnell integriert werden in unseren Arbeitsmarkt. Das muss erfolgen. Und der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, ist, dass wir uns so in dieses Narrativ verbeißen. Manche Leute tun das so, dass man sagt, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, die nur eines im Sinn haben, die verlassen ihre Heimat und wollen bei uns im Sozialsystem landen. Das kann ich mir so nicht vorstellen, dass jemand seine Heimat verlässt mit dem Ziel, bei uns im Sozialsystem anzukommen. Viele Menschen suchen ein besseres Leben. Das ist zunächst mal nichts Illegitimes. Tun auch viele Deutsche ganz nebenbei, die unser Land verlassen, weil sie in Amerika oder sonst irgendwo in Europa arbeiten, weil das Klima da besser behagt. Aber die Menschen haben doch das Ziel vor Augen, ich will ein besseres Leben führen durch meine Arbeit. Und das können wir auch bieten, denn der Arbeitskräftebedarf unseres Landes ist hoch. Und deswegen müssen wir hier einen Weg schaffen, weil wir viele dieser Menschen brauchen können, weil wir uns integrieren können, um die Wertschöpfung bei uns zu sichern, unsere Rentensysteme zu sichern und mal diesen Aspekt zu betonen. Und das können wir bieten. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir da hinkommen. Das wird alles nicht von heute auf morgen gehen. Aber sich auf diesen Weg zu machen, Perspektiven zu öffnen, das lohnt sich. Und dazu müssen wir auch aktiv anwerben in Ländern mit Hilfe unserer Auslandshandelskammern, unserer Auslandsvertretungen, auch dortiger staatlicher Stellung, klarzumachen, niemand muss Schleppern und Schleusern viel Geld bezahlen, in der Wüste, auf dem Meer, Leib, Leben, Gesundheit und Freiheit riskieren. Es gibt andere Wege, um hierher zu kommen und ein besseres Leben zu führen. Dazu brauchen wir auch Migrationsabkommen. Dafür haben wir einen Sonderbevollmächtigten, werden wir einsetzen. Und dann werden wir Wege finden, wie wir beides leisten können. Herr Kollege, sowohl den Menschen, die hier ein besseres Leben suchen, Arbeit und Perspektiven zu geben, aber auch den humanitären Verpflichtungen nachzukommen für die Menschen, die Schutz und Hilfe suchen. Vielen Dank, Herr Kollege Thomé. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Stefan Meyer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Diese Idee der AfD, außerhalb der Europäischen Union Flüchtlingszentren zu etablieren, hat ja auf den ersten Blick durchaus Charme. Man muss auch ganz ehrlich sagen, die Idee ist überhaupt nicht neu. Dänemark hat schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts derartige Flüchtlingszentren über das UNO-Flüchtlingswerk gefordert. Der damalige SPD-Bundesinnenminister Schily hat im Jahr 2004 Flüchtlingszentren in Marokko und in Libyen gefordert. Der Migrationspakt der Europäischen Kommission vom September 2020 sieht derartige exterritoriale Flüchtlingszentren vor. Also eigentlich ist es ein alter Gassenhauer. Warum scheitern diese Flüchtlingszentren auf außereuropäischem oder außer EU-Territorium? Aus zwei Gründen aus meiner Sicht. Zum einen mal, sie finden partout keine Länder, die bereit sind, diese Flüchtlingszentren auf ihrem Territorium zu etablieren. Und der zweite Grund, es ist überhaupt nicht klar und aus meiner Sicht auch überhaupt nicht klärbar, nach welchem Rechtsregime sollen die Verfahren durchgeführt werden. Sollen dann Beamte oder Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamtes in einem Land in Afrika nach deutschem Recht oder nach englischem oder jetzt nicht mehr, aber nach italienischem oder nach spanischem Recht urteilen? Welche Rechtsbehelfsmöglichkeiten gibt es dann für abgelehnte Asylbewerber? Also auf den ersten Blick Charme, auf den zweiten Blick einen alten Gassenhauer und vollkommen unrealistisch.
Was ich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, aber weitaus schlimmer finde als den Antrag der AfD, und das besorgt mich wirklich zutiefst, ist das komplette Untätigsein der jetzigen Bundesregierung in der europäischen Migrationspolitik. Wir stecken wieder in einer durchaus handfesten Flüchtlingskrise. Die Zahlen der humanitären Migration im letzten Jahr waren so hoch wie noch nie zuvor, höher als 2015 und 2016. Und von der Bundesinnenministerin hört man nur, es gäbe keine Flüchtlingskrise. Wo sind die Initiativen der Bundesregierung auf europäischer Ebene, wenn es darum geht, Registrierzentren nicht im nicht-europäischen Ausland, sondern an der europäischen Grenze zu etablieren? Wo sind die Initiativen der Bundesregierung, der Bundesinnenministerin, wenn es darum geht, einen europäischen Verteilmechanismus zu etablieren? Wo sind die Initiativen der Bundesregierung, wenn es darum geht, auch mal andere Länder dazu zu bringen, gemeinsam eine europäische Asylpolitik voranzutreiben? Das ist wirklich etwas, was ich als ein eklatantes Versagen brandmarken muss, dass die Bundesinnenministerin und die Bundesregierung vollkommen untätig sind auf europäischer Ebene. Wir sind total isoliert. Es kommt mir so vor wie bei dem Witz, zwei sitzen in dem Auto und hören den Verkehrsfunk und dann heißt es, naja, zwischen den Anschlussstellen A und B fährt ein Geisterfahrer. Und dann sagt der eine zum anderen, was ein Geisterfahrer? 100 Geisterfahrer. Wir sind mittlerweile in der Europäischen Union komplett isoliert, mit Ausnahme eines Landes, das noch an unserer Seite steht, muss man die Ehrlichkeit halber sagen, das ist Luxemburg. Luxemburg vertritt noch die gleiche Politik in der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik wie Deutschland. Ansonsten von Schweden bis Griechenland und Zypern sind alle auf einer vollkommen anderen Linie. Und das ist etwas, wo man wirklich nur die Bundesregierung oder an die Bundesregierung appellieren kann. Wachen Sie endlich auf und machen Sie endlich eine aktive Flüchtlingspolitik im Sinne der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Letzter Redner des heutigen Tages ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Mayer, wir haben ja sehr gut und konstruktiv Waffenrecht verhandelt. Ihre Emotionalität heute, ob angeblicher mangelnder Aktivität von Nancy Faeser, werte ich eher als einen Abwehrmechanismus aufgrund von Inaktivität vergangener CDU-Minister in diesem Amt. Denn die Bilanz fällt ja auf Sie dann zurück. Das ist die Schattenseite dessen. Abgesehen davon aber sind die Unterschiede ganz klar. Und kommen wir primär zum AfD-Antrag. Statt Humanität zu begrenzen und Humanität in Grenzen wollen wir humane Grenzen, Humanität angrenzen. Das ist der Unterschied, den wir sehen. Und im Übrigen ist, human sein zu wollen und das zu verbinden mit Kontrolle und Pragmatismus, ja, das ist möglich, das ist nämlich unser Ansatz, ist kein Grund, sich rechtfertigen zu müssen oder sich zu entschuldigen, sondern es ist ein Grund, darauf stolz zu sein. Da können wir stolz drauf sein und ist auch Grund für Patriotismus. Nur eben nicht für den Patriotismus, der völkisch muffelt wie bei Ihnen, sondern der zeitgemäß ist. Und insofern scheitert auch das Manöver, das Sie ja bewusst versuchen, indem Sie verweisen auf die dänischen Sozialdemokraten oder, wenn Sie den Eindruck erwecken wollen, Sie stünden für Kontrolle und wir stünden für eine Phantasmagorie von Ihnen, von Open-Border-Politik. Das ist aber nicht der Fall. Und deshalb ist das Spannende bei der ganzen rassistischen Rhetorik der AfD verbirgt sich nämlich dahinter in Wirklichkeit ein Eingeständnis und eine Erkennung, dass die einzig vernünftige Politik genau umgekehrt die sein muss, die im Koalitionsvertrag steht. Da ist vorgesehen, irreguläre Migration zu reduzieren, aber eben durch Schaffung legaler Wege. Dort ist festgehalten, dass Flüchtlingsschutz uneingeschränkt gelten muss. Dort steht auch, dass es ein Akzent gibt auf freiwillige Rückreise, aber auch auf Rückführung, aber eben Rückführung von Gefährdern und Straftätern und nicht solchen Personen, die ohnehin nicht abgeschoben werden und die schon seit Jahren verdienen, Chancen zu bekommen und Teil dieses Landes sind. Wir unterscheiden nämlich mit einer Stichtagsregelung zwischen jetzt und morgen. Und wir sprechen auch über Migrationsdiplomatie. Sie aber wollen mit Ihrem Antrag am Ende die Grundlagen des Flüchtlingsschutzes aufheben, in dem nicht jeder einen Antrag hat auf Prüfung seines Antrags. Aber auch wer keine Identitäts-
Dokumente hat, hat einen Anspruch darauf, dass ein Asylverfahren durchgeführt wird. Erstens. Zweitens nehmen Sie Pushbacks in Kauf. Auch das eine massive Verletzung des Rechts. Und drittens, und das ist eine ganz spannende Frage, Ihr ganzes Konstrukt baut ja auf Drittstaaten auf. Warum machen diese Drittstaaten eigentlich mit? Diese Frage beantworten Sie mit keinem Wort. Aus Nächstenliebe zu Deutschland, aus Dankbarkeit, dass Deutschland und die europäischen Länder mit ihrer Kolonialpolitik Ihnen so viel angetan haben, glaube ich nicht. Das müssen Sie aber beantworten. Und deshalb ende ich mit einer Metapher. Man stelle sich eine Grenze vor, aus Holz oder Plastik. Die ist hart, aber wenn die mal bricht, ist sie gebrochen und ist keine Grenze mehr und kein Schutz mehr. Herr Kollege, haben wir aber eine flexible Grenze, kommen Sie zum Schluss, ist das eine Grenze, die bleibt. Und deshalb wollen wir keine Mauern und Festen, sondern wir wollen Kontrollen, die durchlässig sind in die Humanität, Durchlässigkeit, Herr Kollege, und Menschlichkeit kommen Sie zum verbinden. Schluss, das sind Grenzen, die bleiben. Sie wollen offensichtlich Grenzen abschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lindt, dass Sie sich auf den Kollegen Mierscheid berufen. Ich bin da, glaube ich, einer der wenigen, der ihn auch persönlich kennengelernt hat. Finde ich deshalb beachtlich. Ich weise darauf hin, der hat am 1. März seinen 90. Geburtstag. Ich nehme an, Sie nehmen an den Feierlichkeiten teil. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5362 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist strittig. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses, Zeitung keine. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die regierungstragende Fraktion CDU, CSU und Linke. Wer stimmt dagegen? Die AfD, Enthaltung keine. Damit ist der Überweisungsvorschlag angenommen. Wir sind damit am Schluss unserer